Verschossen. Gerade von links außen haben wir 600-prozentige nicht gemacht. Am Ende geht auch ein bisschen die Kraft aus. Überhalb rechts haben wir letzte Woche 12 Tore gemacht. Kai Behnke ist verletzt. Ja. Hat sich in der Woche verletzt. Das sieht man einfach. Da fehlt der Druck von halb rechts ein bisschen. Ja, und ein bisschen teurer Leistung. Ein bisschen mehr noch. Dann wird das vielleicht noch knapper. Ne? Und Oranienburg spielt so traditionell eine harte Abwehr, eine gute Abwehr. So, ne? Aber wir haben ja auch in den letzten Wochen immer über 30 gemacht. So. Also, wir haben ja schon Schützen dabei. Florian hat heute gut getroffen. Maurice Herbold wirft in der ersten Halbzeit auch gut. Wie gesagt, wenn wir über außen noch ein bisschen besser treffen, dann ist es in der Mitte vielleicht auch nicht so kompakt. So sagt er, lasst doch links außen schießen. Ja, und dann ist es in der Mitte ein bisschen enger und dann geht am Ende die Kraft raus. Ne? Aber also gegen zwei eigentlich starke Abwehrreihen, finde ich, hat der Angriff sich schon ordentlich bemüht. Auch wenn das nicht immer schön war, aber gegen so harte Abwehr muss auch immer erstmal sich durchsetzen. Ne? Ein Stück weit haben wir uns das Leben selber schwer gemacht, weil wir ein bisschen zu ungeduldig waren in der ersten Halbzeit. Burgwedel hat das Tempo sehr gut verschleppt, hat immer wieder lange Angriffe gefahren und da haben wir uns ein bisschen verunsichern lassen, haben dann zudem unsere freien Bälle nicht getroffen und so kam dann dieses Resultat zur Pause zustande. Ich glaube, das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben uns vorgenommen, dass wir an uns selbst glauben in der zweiten Halbzeit, dass wir sagen, dass wir das spielen, was wir können, dass wir in der Abwehr wieder mehr kämpfen, mehr beieinander stehen, uns helfen. Und ich glaube, wir haben dann einen kleinen Zwischenspurt gehabt, wo wir einen 3- oder 4-0-Lauf hinlegen und ja, das haben wir uns nicht mehr nehmen lassen. Ja, es gibt kein Rezept dafür. Also man muss da hingehen an den Punkt mit Selbstvertrauen und man muss daran glauben, dass man ihn reinschießt. Und ich glaube, ich verschieße vorher auch wichtige Bälle, aber das spielt dann keine Rolle mehr. Man muss da hingehen, man muss Vertrauen haben in sich selbst, man muss das mit 100% angehen und dann läuft das. Und dann macht man sich auch gar keine Gedanken, ob man vorher getroffen hat oder nicht, sondern das kommt dann von ganz allein. Mhm. Zweimal im Training oder so, aber wie gesagt, das ist viel mit Selbstvertrauen und wenn man da schon vorher hingeht und sich denkt, oh, den verschieße ich, braucht man da nicht hingehen. Und ich glaube, dass wir sowohl Linus als auch ich genug Selbstvertrauen haben, weil wir halt auch die entsprechende Qualität haben in unseren Würfen und ich glaube, dann muss man da nicht mit Angst hingehen. Und ich glaube, wir haben beide sehr viel Spaß und wir ergänzen uns überragend. Ich glaube, es gibt ganz wenige Konkurrenten, will ich mal sagen, die so gut miteinander harmonieren. Das war das Spiel, was ich, glaube ich, prognostiziert habe im Vorfeld. Es war halt ein Spiel, wo eine Mannschaft hierher kommt, die individuell viel Qualität hat und inzwischen ihr Spieler auf die Platte bringt. Und das haben sie von der ersten Sekunde an geschafft. Und ich muss halt sagen, ich glaube, dass wir gut bedient sind, dass Behnke nicht gut gespielt hat. Mit ihm zusammen ist natürlich nochmal eine andere Qualität nochmal im Rückraum dazu. Wir haben Herbold am Freitag von der ersten Minute bis zur letzten nicht in den Griff bekommen. Von dem Aussagen und haben viele Dinge nicht so gelöst, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Und von daher ja, können wir jetzt glücklich sein, dass wir die dritte Mannschaft sind jetzt in der Rückrunde, die Burgwedel geschlagen hat. Weil ich finde, Burgwedel hat ein hervorragendes Auswärtsspiel gemacht. Also so muss man auswärts spielen, wie sie es hier geschafft haben. Zum Ende in der ersten Halbzeit war sie nicht so überragend. Ich finde gar nicht, dass wir so beschissen gespielt haben in der ersten Halbzeit. Wir haben Bälle nicht gemacht. Das ist ein großes Manko. Ne? Wir gehen mit -1 in die Halbzeit.
Wir finden hinten keinen Zugriff. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben da vorne schon versucht, dritte, vierte, fünfte Welle zu spielen. Daraus haben wir quasi fast alle Tore geworfen in der ersten Halbzeit. Wir haben halt zu viele freie Bälle verworfen. Wir verwerfen drei freie von außen. Wir verwerfen, machen 7 technische Regelfehler in der ersten Halbzeit. Das ist halt extrem viel. Das muss für ein Spiel reichen, normalerweise. In der zweiten Halbzeit, wir haben nicht wirklich viel besser verteidigt. Simon hält dann 3-4 Bälle mehr. Und wir spielen vorne ein bisschen konsequenter, treffen dann das Tor ein bisschen besser. Und wir haben es auch nicht geschafft, den Schulterschluss mit der Halle hinzubekommen. Und das war über die gesamten 60 Minuten. Und das ist halt etwas, was natürlich, dann wird es natürlich kompliziert. Ne? Weil das ist genau das, was uns ja normalerweise hier zu Hause stark macht, dieser Schulterschluss. Alle miteinander, jeder für den anderen. Und das haben wir heute nicht geschafft.